Grüßen, liebe Leute. Ich bin der Flö aus Norach. Und ich bin der Flo aus Wadring. Und wir begrüßen ihn gerade zu einer Sonderfolge von Auf den Ratscher im Pilsertal. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe oder ich glaube, ich habe es mitgekriegt, in knapp eineinhalb Wochen sind Bürgermeister- und Gemeinderatswahlen in Tirol und auch im Pilsertal wird gewählt. In den fünf Pilsertal-Gemeinden stehen Wahlen an. Und so haben wir uns gedacht, wir möchten irgendwie auch da die Wahl ein bisschen in unserem Podcast mit einfließen lassen und haben uns dazu entschieden, dass wir in die einzelnen Orte fahren und mit den Bürgermeisterkandidaten, die sich der Wahl stellen, eine Sonderfolge aufnehmen. Genau, es ist jetzt so, dass bei uns am 27. Februar eigentlich zwei Wahlen sind. Wir haben einmal die Gemeinderatswahlen und aber dann auch noch die Bürgermeisterwahlen. Wir möchten uns heute eigentlich nur auf die Bürgermeisterwahl spezialisieren und möchten in Fieberbrunn mit den Bürgermeisterkandidaten heute einen Ratscher da. Also wir hocken heute in Fieberbrunn herinnen. Freut uns nachher, dass die drei Bürgermeisterkandidaten, die in Fieberbrunn antreten, heute bei uns sind. Und jetzt möchten wir gleich am Anfang gerne eine kleine Vorstellungsrunde machen. Das ist eigentlich mal für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer feststellen könnt. Also vielleicht einmal Name, alter Beruf und warum ich es als Bürgermeister gerne antreten möchte oder eben wieder antreten möchte. Und anfangen darf ich da vielleicht beim Dr. Walter Astner. Du bist von der Liste Fieberbrunn, die Liste und Bürgermeister Dr. Walter Astner. Ja, ein herzliches Grüß Gott von meiner Seite. Ja, wie gesagt, ich bin der Walter Astner, bin 46 Jahre alt. Ich bin seit 2015 Bürgermeister und eigentlich seit 1998 zuerst Ersatzgemeinderat und dann in den Vorstand gekommen. Ich bin also schon eine ganze Zeit dabei und ja, warum bewirbe ich mich wieder für eine weitere Periode? Ich möchte gerne den erfolgreichen Weg, den wir eigentlich gemeinsam auch sehr gute Zusammenarbeit im Gemeinderat gehabt haben und ich möchte das gerne in den nächsten Jahren auch fortsetzen. Es sind einige Sachen, die anstehen auch. Und die möchte ich gern weiter begleiten und darf mich freuen, wenn ich das da kommt. Genau, vielen Dank. Ich habe jetzt vergessen zu sagen, du bist jetzt zurzeit gerade amtierender Bürgermeister in Fieberbrunn. Dann kommen wir zum nächsten, zum Thomas Wörgetter von der Liste Wir für Fieberbrunn, die Bürgerliste für alle. Grüß dich, servus. Grüß dich. Ja, freut mich, dass ich da dabei sein darf. Ich bin der Thomas Wörgetter, bin 37 Jahre alt, komme aus dem Ortsteil Mittermoos. Ganz kurzer beruflicher Werdegang. Nach der Grundschule, Hauptschule bin ich in der Landwirtschaftsschule weitergegangen, habe mein Facharbeit angeschlossen. Nachher habe ich eine Tischlerlehre gemacht und nach dem Bundesheer habe ich dann daheim in seinen Betrieb übernommen. Ich habe in der Zeit auch die Gelegenheit gehabt, mit einer Unterhaltungsband unterwegs zu sein, mit zwei super Kollegen, das ist der Martin Danzler aus Wadring und der Martin Winkler aus Norach. Wir haben da auf relativ viele Dorfeste, Bälle, Geburtstagsfeiern, Hochzeiten und so weiter gespielt, sind da ein bisschen was ins Ausland gekommen, Deutschland, Schweiz, Holland. Eigentlich, das war eine super Zeit, habe ein bisschen an der Welt umeinander gesehen. Und seit 2008 bin ich mit meiner Frau Christina verheiratet und seit 2011 führen wir daheim in unserem Betrieb. Es ist ein Landwirtschaftsbetrieb mit Muttergehaltung. Das Fleisch von unseren Rindern vermarkten wir direkt in der Region. Ja, als zweites Standbein haben wir eben Ferienwohnungen und Urlaub am Bauernhof. Und warum merkst du dich noch mal ganz kurz, warum merkst du dich jetzt politisch engagiert? Genau, wir sind vor 12 Jahren als junge Listen angetreten. Ich habe jetzt die Gelegenheit gehabt, auch, dass ich 12 Jahre im Vorstand gewesen bin, auch in der Gemeinde. Ich habe einfach auch bei gewissen Sachen gesehen, dass einfach ein bisschen ein Umdenken notwendig ist, speziell beim Thema Energiewende, Klimawandel und so weiter. Da sehen wir einfach die letzten Jahre ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, es ist einfach, wir haben jetzt momentan in Fieberbrunn in allen öffentlichen Gebäuden, es ist noch fossile Energieträger. Es war damals die Gelegenheit gewesen, beim Sozialzentrum Volksschule ein Biomasse-Heizwerk zu machen. Das ist leider angewischt worden. Thomas, jetzt muss ich ganz kurz unterbrechen. Auf die Punkte kommen wir dann noch gern ein. Auf die gehen wir dann noch ein, aber jetzt nicht einmal, deswegen möchtest du dich eben als Bürgermeister. Ganz genau, weil einfach ein paar Sachen nicht ganz passend. Genau. Aber dann machen wir zuerst die Vorstellungsrunde noch fertig. Und zwar, da haben wir noch einen zweiten Wörgetter, einen Michael Wörgetter. Das ist auch selten, dass wir zwei gleiche Nachnamen haben. Und zwar ist es der Michael Wörgetter von der Liste Gemeinsam für Fieberbrunn. Grüß dich, möchtest du vielleicht auch noch ganz kurz vorstellen? Ja, ich bin der Michael Wörgetter. Spitzname Engelmann Maik, bin 66 Jahre. Mein Werdegang beim Beruf war, ich war bei der Bauernaufsichtsverschubmeister, habe 40 Jahre gearbeitet, bin dann in Pension gegangen, habe verheiratet, habe vier Kinder, vier Söhne, zwei Enkel. Und meine Mutation
war eigentlich, warum, dass ich Bürgermeister kandidiere, ist es eigentlich, meine Position ist, dass wir die Liste gemeinsam für Führerbrunn. Ich bin dort 12 Jahre als Gemeinderat in dieser Liste halt für diese Bewegung gewesen. Und meine Idee ist gewesen, warum soll die SPÖ, die was seit 45 Jahren Allwein Bürgermeisterkandidat stellt, warum soll sie nicht gegen die zwei bürgerlichen Listen antreten? Meine Sachen sind, ich unterstütze gerne, ich bin Pensionist, ich bin für die Pensionisten, für Jugend, ich möchte schon, dass bei uns in Feuerbrunn nicht die tote Hose ist, dass jetzt noch da wieder was los ist. Und auch ein großes Anliegen, was mir ist, dass das. Jetzt muss ich auch dich kurz unterbrechen, auf die Themen kommen wir ja eh noch zu sprechen. Es ist jetzt kurz darum gegangen, warum ist kandidiert, das hast du ja eh auch super gesagt. Ja. Jetzt aber mal zu unseren Fragen. Und da haben wir uns aber Fragen überlegt, die vielleicht auch siehst, nicht so in so Wahlauseinandersetzungen gestellt werden. Und wir stellen jedem die gleichen Fragen, jeder kann auf die gleichen Fragen antworten. Und da haben wir uns als erste Frage überlegt, jeder von uns hat Stärken, aber jeder hat auch Schwächen und das darf ich jetzt gerne mal fragen. Also was sind Stärken von uns und was ist vielleicht was, wo man sagen kann, da möchte ich mich noch ein bisschen verbessern oder da muss ich an mir arbeiten. Walter, vielleicht fängst du da an. Ja, Stärken, ich meine, in den vielen Jahren, wo ich jetzt für die Gemeinde tätig sein darf, bin ich mit sehr vielen Leuten zusammengekommen. Eine Stärke, glaube ich, ist schon, dass ich mit Reden, ob es jetzt ganz ein junger Bürger ist oder ganz ein betagter Mitbürger, ich glaube, ich komme mit jedem gut zusammen, ich komme mit jedem gut reden. Das, glaube ich, ist schon eine Stärke. Ich kann auch zulassen und schaue einfach, dass man gewisse Sachen erklärst, Hintergründe erklärst, dann ist vielleicht für den einen oder anderen auch das nachvollziehbar, warum gewisse Sachen in der Gemeinde gemacht werden oder nicht gemacht werden. Eine Stärke ist vielleicht auch ein bisschen mehr Kreativität. Ich darf viel gerne mehr zeichnen. Ich glaube, ein paar Leute haben bei den Kunstfirmen auch meine Brüder zeichnen. Das ist etwas, was meine Leidenschaft ist. Gell? Das darf ich gerne mehr. Lasse ich vielleicht auch ein bisschen einflüssen. In die Wahlwerbung habe ich einflüssen lassen. Ich habe komplett selber gemacht. Und ja, das ist sicher eine Stärke von mir. Was eine Schwäche von mir ist, ist vielleicht, ich kann nicht, manchmal nicht Nein sagen. Ich sage, ja, das nehme ich auch noch, das mache ich auch noch. Das ist vielleicht ein Wesenszug. Ich habe zwar gelernt, dass nicht alles geht und dass man vielleicht auch nicht allen alles recht machen kann. Das möchte man einfach probieren. Es ist oft nicht möglich, auch weil man es halt einfach erklären muss, weil es nicht geht. Das ist vielleicht eine Schwäche und ja, vielleicht könnte ich auch mehr Sport treiben, das könnte auch schon sein. Also der Walter muss lernen, Nein sagen. Thomas, wie schaut das bei dir aus? Was hast du für Stärken und was ist vielleicht was, was du sagst, du musst ja mehr arbeiten? Ja, Stärken sind sicher, glaube ich, offen auf Sachen zugehen, offen auf Menschen zugehen, sage ich mal, viel mehr nicht mehr anheben. Ich bin teamfähig. Mir ist alles wichtig in der Liste, dass man einfach das als Team macht. Ich behaupte mal auch weitsichtig, sage ich mal. Bei den Schwächen, da muss ich jetzt auch sagen, das ist auch so ähnlich wie beim Walter. Das Nein-Sagen ist oft ein bisschen ist oft schwieriger, wenn man es auch mit vielen Menschen oft gut macht. Man möchte ihnen helfen. Und natürlich stößt man da oft an die Grenzen an. Ja, also das gleiche Problem an sich entdeckt, aber ganz andere Stärken. Michael, wie schaut das bei dir aus? Was würdest du über dich selber behaupten? Ja, meine Stärke ist, dass ich mit den Leuten gut komme. Das ist schon bei den Vereinen. Ich bin 20 Jahre Trainer für die Jugend geworden beim Fußballverein und bin bei der Gewerkschaft, da muss auch die Stärke haben. Und auch für die Pensionisten mache ich viel. Und die Stärke für die Pensionisten ist das, dass die Pensionisten, meine Stärke ist, dass ich mit den Pensionisten gut komme und auch mit der Jugend gut komme. Meine Schwäche ist, dass ich dem gerne länger hocke, wenn es mich Oh. Ja, aber als Bürgermeister ist das ja vielleicht das eh, kann man viele Gespräche Kampen führen. Gell? Genau. So, dann darf man eigentlich gerne fragen, ist es jetzt so, Walter, du bist schon Bürgermeister, du hast die Erfahrung bereits und ist zwar Thomas und Michael, ihr seid noch keine Bürgermeister, ihr seid dann eigentlich neu auf diesem Gebiet und deswegen darf ich jetzt, fangen wir jetzt bei dir, Thomas, darf ich dich gerne fragen, warum glaubst du, ist gut, dass du noch keine Erfahrung hast als Bürgermeister, dass du da vielleicht einen frischen Wind bringen kannst oder was glaubst du, ist das Gute, dass du jetzt eben noch nicht Bürgermeister gewesen bist? Ja, ich glaube, dass man einige Sachen vielleicht ein bisschen anders in die Hand nehmen kann. Anders du gehst auch teilweise. Ja, ich glaube, dass er einfach das Handling einfach teilweise ein bisschen anders machen kann, wenn man jetzt neu dazukommt. Ja, du hast die Liste Feuerbrunn übernommen, ist eine beständige Liste gewesen, bist auch da eingewachsen und natürlich
sieht man als Außen, also sieht man die Sachen von der einen Seite auf der ein bisschen anders. Also einfach von außen eine neue Perspektive, genau, ja, einen frischen Wind. Genau. Wie schaut das bei dir aus, Michael? Was sagst du so? Was sagst du, ist das Gute daran, dass du vielleicht noch kein Bürgermeister gewesen bist? Ja, das Gute ist das, dass ich kein Bürgermeister gewesen bin, ist das vielleicht, dass ich nicht die Verantwortung haben muss und das muss uns erst lernen. Und ich habe ja, wo ich schon gewesen bin, beim Vorvorgänger, das war schon ein guter, und der sind sie, schlecht ist er nicht. Sehr gut, wenn man das mal anerkennen kann in der ja, Runde, ja. Nein, wenn ich Bürgermeister bin, es geht aber ein Team. Du musst ein Team sein. Du musst lernen. Du musst dich da einfühlen. Du musst ein Mensch sein und du musst dich da einfühlen. Du musst mit Leuten kennen. Und wenn du Bürgermeister bist, brauchst du ein Team um dich herum. Und das geht schon bei der Gemeindearbeit, du geht bei dir noch. Und dann, wenn du das hast, dann lernst du dich da eigentlich. Und wenn du schon mit der Bevölkerung viel beieinander bist und alles, wusste ich mir gar nicht einmal so schwer vorstellen, Bürgermeister zu sein. Und bei dir ist es jetzt so, Walter, da ist jetzt, also, sehen wir jetzt das Ganze von der anderen Seite, was sagst du, ist vielleicht das Gute daran, gerade dass du schon die Erfahrung hast, dass du jetzt amtierender Bürgermeister bist, was ist da das Gute daran, dass du sagst, okay, war jetzt cool, wenn du das wieder wusst. Was siehst du da, die positiven Seiten? Ja, also ich habe in den letzten Jahren sicher viel dazu gelernt. Ich war davor 5 Jahre Vizebürgermeister. Da habe ich aber geglaubt, dass ich schon viel weiß oder viel zu sich. Und wie ich das dann übernommen habe und dann auch 2016 gewählt worden bin, habe ich mir oft gedacht, ne, also das hätte ich mir nicht gedacht, was da alles auf einen zukommt. Es sind tatsächlich tausende Sachen, es sind ganz kleine Sachen, es sind große Sachen, es sind oft sehr unangenehme Sachen. Man ist immerhin auch Chef von Personal, die jetzt in Fürberbrunn doch in Summe fast 150 Leute sind, weil auch das Sozialzentrum in Obhut der Gemeinde auch ist. Und da sind auch oft Gespräche zu führen, die ja nicht dabei angenehm sind. Oft auch motivierende Gespräche, wo man auch wieder Erfolgserlebnisse hat und auch der andere. Es ist schon eine gewisse Belastbarkeit, die ich glaube ich mitbringe, die auch notwendig ist. Es ist eine zeitliche Inanspruchnahme, eine große. Ich für mich kann einfach sagen, dass ich in den Jahren das sehr wohl mit denen umgehen kann. Was auch wichtig ist, ich bin auch froh um die familiäre Unterstützung, das ist was sehr wesentlich ist. Die zeitliche Sache ist so, es ist quasi ein Fulltime-Job, du bist da auch rund um die Uhr, von Montag bis Sonntag, auch nachts auf dem Weg natürlich. Du hast deine Zeiten in der Gemeinde, ich bin mittlerweile fast ganztägig auch da und habe auch mittlerweile, mal ehrlich sagen, meinen bisherigen Beruf kann ich nicht mehr ausüben, bin ich komplett ausgeschieden, weil es auch nicht mehr möglich gewesen ist, dass ich das mit ganz reduzierter Teilzeit macht. Das ist auch eine Konsequenz des Bürgermeisteramtes gewesen. Nichtsdestotrotz möchte ich gern weiter für Fürbrunn arbeiten, weil ich mich auch wieder motiviere, weil man denkt, man bemüht sich, einen guten Weg zu finden für die Leute im Ort und auch für einen selber, dass man sagt, ja, eigentlich mache ich was Gutes. Ja, jetzt seid ihr die Spitzenkandidaten von ihren jeweiligen Listen und auch Bürgermeisterkandidaten, aber ohne Team geht es nicht. Jeder von euch hat eine Liste hinter sich, ein Team hinter sich. Michael, jetzt fange ich bei dir an. Wie schaut das bei dir aus? Wer ist dein Team? Und auch natürlich steht bei dir eine Parteiorganisation dahinter. Wie seid ihr es aufgestellt? Ja, bei mir ist es so, als Bürgermeisterkandidat bin ich SPÖ-Bürgermeisterkandidat, weil ich im Land, im Bezirk hin bin. Aber die Liste, die habe ich eine freie Liste aufgemacht, weil mit den paar SPÖ-Mitgliedern, was wir in Fürbrunn haben, kannst du keine Listen machen. Ja. Jetzt habe ich die Listen frei gemacht, frei von Partei, da ist alles drauf. Und mir ist gelungen, ein super Team zusammenzustellen. An der zweiten Stelle höre ich Wirst, dritte Stelle höre ich Sozialarbeiterin, vierte Stelle höre ich einen Schuster, fünfte Stelle höre ich einen, der was eine Firma hat. Und dann habe ich einen Pensionisten, dann habe ich einen, der eine Tankstelle hat, ist alles durch, und dann so wie Elektriker, Schlosser. Bei mir ist halt alles, die ganze Palette für die Einwohner eigentlich drauf. Pensionisten, Frauen halt drauf, die dritte sehr, Frauen. Sehr vielschichtig, und wie schaut es da aus? Sind die schon erfahren im Gemeinderat auch, oder sind das durch die Bank neue Gesichter? Das sind groß alles neu. Zum Beispiel, ich bin schon 12 Jahre im Gemeinderat. Aber die anderen, die sind richtig eifrig dabei. Der zweite, was ich habe, ist der Zoller, der
der ist für den Dorf, der ist der umwischt, der möchte das Dorf beleben. Die dritte, die will halt bei den Sozialspringen das Gute aussuchen. Und der vierte Stuhl ist der, was bei den Vereinen ist. Und der fünfte ist der, was halt bei der Wirtschaft. Ich habe Sinn und auch wieder Pensionisten. Aber was uns ist, wir wollen Neues machen in Feuerbrunn. Und das ist bei uns ist das Problem, was wir haben, ist auch das mit den Grundstücken, mit den ganzen Hotels, mit alles. Und da wird bei uns viel diskutiert. Für uns ist wichtig ist bei uns das Soziale, dass ja jeder seine Sache hat. Und wichtig ist auch das betreute Wohnen, das, was mir jetzt im Weg kommt, dass auf das baut wird. Und wir sind vielschichtig in Feuerbrunn. Das Soziale, das ist eigentlich. Aber man muss aber hinbeisehen. Und das ist wichtig. Und auch die Jugend nicht vergessen, weil bei uns ist die Jugend, das ist bei uns jetzt einmal durch den Corona sowieso, aber es ist die, früher, wenn wir auf dem Weg gewesen sind, so das 3-4 Disco gegeben, das ist hallo gewesen und jetzt ist da die Hose. Ja. Können wir sparen, um darauf zu sprechen, auf die Themen. Ja. Jetzt kurz nochmal, ich habe bei der letzten Wahl 3 Mandate erreicht, glaube ich. Ja. Habe jetzt für die jetzige Wahl ein Wahlziel, das zu halten, auszubauen? Ja, wir möchten schon halten, weil 3 Mandate war schon eh, weil bei uns sind zwar gute weg, aber zum Beispiel 3 und vielleicht 14. Ja. Gut, Walter, du bist, wie schon gesagt, amtierender Bürgermeister, hast letztens natürlich auch 2016 auch eine Gemeinderatswahl geschlagen. Du hast auch ein Team, die Liste Fieberbrunn hinter dir. Wie schaut es da aus und wie ist da mit Parteizugehörigkeit? Bist du Parteimitglied? Nein, ich bin kein Parteimitglied nicht. Die Liste Fieberbrunn gibt es seit 35 Jahren, ist entstanden eigentlich damals als junge Liste auch. Hat sich dann ständig weiterentwickelt. Es sind unterschiedliche Leute um, es ist eine Brandbreite da, von Angestellten bis zu Selbstständigen. Wir haben eine Bandbreite von 20 bis 70 Jahren, muss man sagen, wirklich. Auch unter den ersten 18 durchgemischt. Das war auch das, was die Liste ausgezeichnet hat, diese breite Aufstellung. Da ist es eigentlich schon so, dass man einfach jeden Kandidaten, den man bei uns auf der Liste hat, den kennt man in Feuerbrunn auch, der hat da auch seinen Mittelpunkt und auch dementsprechend auch das Bestreben, das Beste natürlich zu erreichen. Also jedes Mal bei jeder Wahl schaut man natürlich auch, dass man eine gewisse Erneuerung einbringt und das habe ich diesmal, glaube ich, auch wieder sehr bewusst auch gemacht. Hast du aber erfahrene Kräfte drauf? Ich habe erfahrene Kräfte drauf, der Erfahrenste ist sicher meine Nummer 2. Der Schweiger Wolfgang als Vizebürgermeister, dieser jetzt ist, der ist mit Abstand erfahrenste Gemeinderat und ist sicher ein sehr, sehr, sehr engagierter Mensch auch und eine Stütze für mich auch. Aber wir haben auch komplett neue Kandidaten, die sind auch eigentlich Erstwähler, kann man sagen, teilen das Los von vielen Zuhörern auch, die sagen, jetzt ist das meine erste Wahl, wo ich hingehe. Und ich gebe ihnen halt auch die Möglichkeit, dass schon auch an vorderster Stelle kandidieren, wo ich schon hoffe, auch, dass sie auch dementsprechend dann einen Zuspruch für einen kriegen. An die Frage, du hast letztes Mal mit 9 Mandaten die absolute Mehrheit im Feuerbrunner Gemeinderat, es gibt 17 Gemeinderäte, ist das dein Ziel, das aufrechtzuerhalten? Also mein Ziel ist wieder, dass die Liste Feuerbrunn maßgeblich die Zukunft in Feuerbrunn mitgestalten darf und da ist für uns jede Stimme wichtig und entscheidend. Ich darf kein Mandatszahl festlegen. Maßgeblich ist glaube ich, ein gutes Ziel. Passt. Und Thomas, wie schaut das bei dir aus? Ich habe es ja vor 6 Jahren noch junge Fieberbrunner geheißen in den Listen. Jetzt wir für Fieberbrunn. Wer ist dein Team, das hinter dir steht? Und wie schaut es da aus mit Parteizugehörigkeit? Was jetzt ist zuordnenbar? Genau, also, ja, wenn du sagst, wir sind vor 6 Jahren noch die junge Fieberbrunner gewesen. Wir sind aber noch jung, aber ich meine, wir haben auch die Bandbreite nach unten und nach oben erweitert. Und der Name Junge Fieberbrunner hat jetzt in dem Fall nicht mehr so passt, deswegen haben wir den Namen auf Liste, nicht Liste Fieberbrunn, auf Wir für Fieberbrunn, Bürgerliste für alle umgeändert. Was ich schon sehe, Differenz einfach, das ist, wir haben uns natürlich auch bemüht, dass wir von allen Berufsschichten aufkriegen. Nur wir haben es geschafft, dass wir Unternehmer, Angestellte und auch die Bauernschaft auch draufkriegen, was meines Erachtens ganz wichtig ist auch, weil wenn, dann geht es nur miteinander und nicht gegeneinander. Und das ist einfach so ein bisschen ein Ding gewesen, was mir auch, wie wir da vor 2-4 Jahren reden sind,
gestehst halt eigentlich, dass die Bauern, die haben bei Weiß-Eberath eine Sache gehabt eigentlich. Und da ich gesagt, wenn dann kann ich das nur machen, indem dass man alle miteinander an Boot halt. Und das hat eigentlich ganz gut funktioniert in der Vergangenheit und das wollen wir in Zukunft so weiterführen. Mhm. Ah, bei Enk, die Frage, 4 Mandate habt ihr jetzt, glaube ich, im Gemeinderat. Genau. Wie schaut es da aus? Ja. Was ist das Ziel? Mehr, wenn wir machen. Ja. Natürlich ist das jetzt schwarz am Sagen. Ich möchte mich da jetzt auch auf keine Zahl festlegen und so. Natürlich, wir wollen mehr haben. Gell? Sehr legitimes Ziel. So, jetzt ist natürlich so, dass jeder Kandidat hat immer Ziele, jede Liste hat eigene Werte, Standpunkte, Ziele, die man erreichen möchte. Und da darf ich mir Enk jetzt ganz gerne fragen, was für Enk jeweils die 3 wichtigsten Ziele sind, was ich als Bürgermeister erreichen möchte. Also die 3 wichtigsten Themen, die Enk einfach am meisten am Herzen liegen. Vielleicht fangen wir da wieder bei dir, Walter. Was sind für dich so die 3 wichtigsten Themen, für die du stehst in Pfefferbrunn? Also für uns ist sicher ein Kernthema, dass wir diesen Weg fortführen. Dieses Thema Wohnraumschaffung, glaube ich, ist in jeder Gemeinde an oberster Stelle. Dieses von leistbaren Wohnraum, aber auch für die hilfsbedürftigen Personen, das Thema betreubares Wohnen ist angesprochen worden. Auch dies ist ein Herzensthema, wo sie aber auch persönlich sehr stark vorantrieben habe. Und da haben wir jetzt Gott sei Dank einen Start im heurigen Jahr, auf das schon sehr viele Leute warten. Ich glaube, das ist ein Kernthema, um das sich jeder, glaube ich, bemühen muss. Und haben wir aber auch in der letzten Periode, alle im Gemeinderat, muss ich sagen, da haben wir, glaube ich, schon eine gute Bilanz vorzuweisen. Was uns als Liste schon auch ein Kernthema ist, ist diese, ich möchte es jetzt einmal als Lebensraum für Fürbrunn bezeichnen, sowohl wirtschaftlich als auch gesellschaftlich. Wir stehen natürlich stark auch für gesunde Finanzen, weil ich die brauche, um Ausgaben bestreiten zu können. Das ist ganz wesentlich. Corona hat uns das gezeigt. Da sind wir mit einer vorausschauenden Politik auch halbwegs gut durch die Krise gekommen. Und das gilt es jetzt auch weiter zu schaffen. Gesellschaftlicher Lebensraum ist natürlich unser Engagement in die Vereine. Ich bin selber ein Vereinsmensch. War früher sehr lange im Theaterverein tätig. Ich bin nach wie vor seit 1992 bei den Schützen dabei. Und das sind für mich einfach so Ankerpunkte, wo man gern wieder zurückkommt, weil es einfach die gesellschaftliche Buntheit in Fürbrunn, wir haben ja über 50 Vereine, macht. Gell? Wirtschaftlich angesprochen wird gesagt, wir müssen uns auch bemühen, dass wir vielleicht den einen oder anderen Betrieb untersiedeln, dass man bestehende Betriebe unterstützt, dass es bleibt. Gesellschaftlich ist natürlich auch das Thema Kinderbetreuung dazu. Das ist klar, dass da haben wir einiges zu tun, aber auch dies gibt es in anderen Gemeinden, wie ich gelesen habe. Hat sich einfach gewisse Sachen müssen da weiterdenkt werden, das ist uns bewusst. Und natürlich, was der dritte Punkt sind, diese Bereiche, das Thema Abort ist natürlich etwas, was uns in den nächsten Jahren beschäftigen wird. Wird ein interessantes Thema, spannendes Thema werden, was wir gemeinsam schaffen werden, und auch das Thema Feuerwehrzentrale neu ist ja auch im Gespräch. Auch das ist ein Wunsch, den wir letztes Mal schon gehabt haben und wir haben letztes Mal schon in die Broschüre geschrieben, das muss passen, keine Schnellschüsse, das sagen jetzt mittlerweile andere auch, das ist eine Sichtweise und daher werden dies auch Sachen sein, die uns beschäftigen, keine Frage. Super, vielen Dank. Dann fragen wir als nächstes die Michael, was sind für dich so deine 3 wichtigsten Themen, für die du als Bürgermeisterkandidat stehst in Fürbrunn? Das ist einmal bei uns, dass kein Ausverkauf von Grund und Boden an Spekulanten und Investoren drücken. Wenn wir jetzt haben mit den Hotels, bei uns die Preise vom Grundstück erst aufgeschnalzt, überhaupt. Und da sitzt du als Einheimischer oder deine Kinder, die können sich noch kein Baugrund mehr kaufen und siehst nichts. Und auch beim Tourismus möchte ich nicht um jeden Preis. Und Tourismus herziegeln, da ist besser Klasse statt Masse. Das ist ein Zeichen von mir. Das war das betreute Wohnen und Hotel, so viel Bürgermeister schon gesagt. Und auch der Neubau von der Feuerwehrzentrale war ein wichtiges Thema, weil noch konnten wir da die Parkplatzsanierung machen, was wir da schon Schwierigkeiten haben beim Dorf mit den Parkplätzen. Und ein ganz wichtiges Anliegen, was für mich ist, auch mit den Pensionisten und für die Kinder, das ist die ganzjährige Öffnung der Schwimmbad, nicht Schwimmbad, sondern die Hallenbad. Die ganze Eröffnung und diese Neugestaltung und Revierung der Anlagen
Zum Beispiel kommt man machen beim Hallenboden unten ein Jugendzentrum, weil das Five Pains Jugendzentrum, und oben bei dem Freiplatz einen öffentlichen Spielplatz, weil mit dem Spielplatz hat man es auch innen, und auch einen Eislaufplatz, dass dann im Winter wieder Eishockey spielen kannst. Ja, jetzt bin ich zu alt, aber früher haben wir noch Eishockey gespielt. Das waren halt die Themen, und ganz wichtig ist auch mir das Themen. Und da sind wir gut dran, da haben wir unseren Bürgermeister, da haben wir die ganze Gemeinderat, das ist bei uns um das Sozialzentrum, und dass wir da dann den Körper vergrößern und alles so. Weil es wäre schon ganz Tage Kinderbetreuung, das muss unbedingt kommen in gesetzliche, für die stehe, das ist wie eine Schulpflicht, dass da eine Pflicht gibt, dass du eine ganze Tage Kinderbetreuung kriegst, dass die Mütter arbeiten können, das nicht, weil mit den Firmen Steuerjob umeinander müssen. Das ist mein Anliegen, und das Gemeinsame der Gemeinde, dass wir nicht zu viel streiten müssen wir, weil das ist die Demokratie, aber nicht zu viel, gell? Genau. Dann fragen wir noch die, Thomas. Was sind für dich die drei wichtigsten Themen, für die du als Bürgermeisterkandidat stehst in Fürberbrunn? Ja, ich muss zuerst ein bisschen klingen lassen. Also für mich ist eines von den wichtigsten Themen in Zeiten des Klimawandels eben die Energiewende auch in Fürberbrunn einmal einleiten zu lassen. Ja, dadurch bleibt eben die Wertschöpfung in der Region. Und ich glaube, das ist auch, war eine ganz eine gute Chance, dass wir den Wirtschaftsstandort Fürberbrunn durch das auch nur zusätzlich stärken konnten. Natürlich Kinderbetreuung und Jugendarbeit ist natürlich auch ein wichtiges Anliegen von uns. Eben so gut wie es geht, halt Jugendfamilie durch attraktive Förderungen auch von seitens der Gemeinde zu unterstützen. Und was wir eben nachher noch machen möchten, wir möchten, dass eben Ersatzgemeinderäte auch in die Ausschüsse vertreten sind. Dadurch gab es einfach eine breitere Meinungsvielfalt und eine breitere Basis für Entscheidungen. Ja, ganz klar, drei klare Punkte, für die du stehst. Vielen Dank auch an dich, Thomas. Ja, jetzt gehen wir mal auf die Zeit nach der Wahl. Ist ja auch ganz spannend, was da passiert. Und jetzt sind angenommen, versetzt sich mal in keine Lage rein, jeweils ist als Bürgermeister. Da hat uns interessiert, man muss sich wieder im Gemeindeamt oder im Sitzungszimmer an einen Tisch hocken. Wie möchtest du ist die Arbeit als Bürgermeister Uhling im Gemeinderat? Was ist eigentlich da besonders wichtig? Und Thomas, da darf ich dich gleich fragen, was war dir da wichtig? Ja, mein Anspruch war sicher, mehr Meinungen auszuhören und auch mit den Leuten einfach zu reden. Dadurch hat man einfach eine breite Basis von der Bevölkerung, und nach der kannst du einfach entschieden auch. Und auch fraktionsübergreifend im Gemeinderat. Natürlich, ganz klar. Wir haben das jetzt eigentlich in der Gruppierung ist aber konsensorientiert gewesen. Auch. Wir haben natürlich aber geschaut, dass wir eine gute Gesprächsbasis auch zu allen Listen haben. Das haben wir auch geschafft, und das werden wir auch weiterhin so pflegen. Ja, lass, dass ihr da heute zu dritt bei uns hocken dürft, oder könnt, ist ja ein Zeichen dafür, dass ihr nicht ganz zerstritten habt, zumindest in den letzten 6 Jahren. Walter, wie ist das bei dir, wenn du wieder zum Bürgermeister gewählt wärst? Wie möchtest du das anlegen, oder was hast du da in den letzten Jahren schon? Naja, also, wie ich glaube, ich auch zuerst schon mal gesagt habe, dieses doch sehr gute Klima im Gemeinderat, das muss ich wirklich sagen, von allen Fraktionen. Wir haben, ich glaube, das gibt es auch nicht in vielen Orten, wir haben teilweise auch gemeinsame Vorbesprechungen gemacht, wo wir einfach bei Themen, die sehr komplex gewesen sind, haben wir alle an den Tisch geholt. Wir haben auch Klausuren gemacht zu Themen, also wir haben uns eingehend mit Themen beschäftigt, auch allweil übergreifend, und da gibt es eigentlich, und für mich gibt es in einem Gemeinderat, nicht wie im Nationalrat oder im Landtag, klassische Opposition und Regierung, das gibt es da meiner Meinung nach nicht, weil da sind die Tagesthemen auch zu behandeln, Sachthemen zu behandeln, da wo ich jetzt nicht großartige Ideologieunterschiede haben kann, sondern geht es um die Sache, an und für sich geht es um das Bestmögliche, und das kann ich eigentlich nur sagen, das haben wir in der letzten Periode alle gehabt, und ich war sehr froh, wie wir diesen Weg weiterführen können, dass wir in Zukunft miteinander auch wieder die Entscheidungen sogar treffen, und sie sind ja fast alle einstimmig gewesen. Muss man auch sagen, und das zeigt ja auch, dass wir eigentlich sehr gut zusammenarbeiten. Michael, wie schaut das bei dir aus? Stell dir vor, du bist Bürgermeister nach dem 27. Februar. Wie legst du deine Arbeit als Bürgermeister im Gemeinderat auf? Ja, da muss ich zuerst einmal schauen, wie viele Mandate das wir haben. Das ist ja klar. Und es ist nicht schlecht gearbeitet für den Bürgermeister. Ich darf halt das andere, was ich ein bisschen verbessern darf, ich darf viel mehr Leute, die sich auskennen mit denen, die was der
Tipps geben, schau, die was vom Fach sind, die was da Tipps geben. Und weil, wenn ich als Bürgermeister bin, ich immer von der Arbeit der Dinge aus, ich bin nicht der Wirtschaftler oder ich bin auch nicht der Ding, ich bin halt der Bürgermeister halt von der Straße so ähnlich. Und da brauchst du gute Leute und da darf halt mir für die Experten da meine Meinung holen und das mit dem Gemeinderat in guten Sachen positiv drüber bringen. Es muss nicht immer Bussi-Bussi sein, es muss auch ein bisschen eine Meinung rauskommen. Und was ich ganz wichtig finde, wenn ich Bürgermeister war, ich darf schauen, dass für Brunn, für jung bis alt, dass das alles ist, das ist nicht das Benzmirnberg. Wir haben zum Beispiel, einem geht es vielleicht besser, weil die Familie besser da steht oder was. Ich darf halt auch der, was nicht so sind, auffangen. Und da wäre auch der damals gesagt hat, da musst du draus sein, da muss ein bisschen mehr geschehen für den Brunnen. Das ist mein, und um mein Bürgermeister wäre das, kann ich nicht sagen, weil gegen zwei so starke. Es wird spannend. Sagt der Wähler. Genau, sagt der Wähler. Ja, zu Corona-Zeiten war es eh nicht gut, wenn es ein Kopfbusseln da und sich in der Rolle verzichten wir drauf. Das Kopfbusseln war gut, die Hosen. Genau. Als nächstes haben wir uns jetzt ganz eine interessante Frage überlegt. Und zwar stellt sich jetzt viel, wenn man jetzt Viche denkt und ist seit Bürgermeister geworden und jetzt denkt man dir 6 Jahre Viche, was möchte es, dass die Leute nach 6 Jahren für einen Sozi über Enkel sagen, über Enkel als Bürgermeister? Fangen wir vielleicht bei dir an, Michael. Was, also angenommen, du weißt jetzt Bürgermeister, ja. Was soll in den 6 Jahren die Leute zu dir sagen, zu deiner Bürgermeisterzeit jetzt, die letzten 6 Jahre? Ja, das soll ich sagen, das, was auf dem Wahlplakat umgehabt hat, da steht oben, ich bin ein Bürgermeisterkandidat, der seinen persönlichen Vorteil nicht in den Vordergrund steht, sondern sich nur den Anliegen der vier Brunnen und Gemeindebürgerinnen verpflichtet sind. Dass mich nicht von mir sein, was du hast, sondern dass ich verpflichtet bin, für die vier Brunnen dastehen und in 6 Jahren sagen kann, ich habe das gemacht. Wie schaut das bei dir aus, Thomas? Was sagst du oder was möchtest du, dass die Leute nach 6 Jahren Bürgermeister für dir sagen? Ja, das ist ein fairer Bürgermeister gewesen, der hat alle Menschen gleich behandelt. Und für die stehe ich auch. Kurz und knapp, vielen Dank. Und dann noch zu dir, Walter, wenn jetzt du bist jetzt zurzeit Bürgermeister, wenn du jetzt wieder Bürgermeister wärst, auch die nächsten 6 Jahre, was möchtest du, dass nach dieser Zeit dann die Fürbrunner über dich sagen? Also, mein Bestreben ist sicher, weil dass ich natürlich mit jedem ein gutes Einvernehmen habe. Und wenn du auch gesagt wärst, ja, Walter, du und dein Team, ich hab's eigentlich für uns bestmöglich das bestmöglich für uns gemacht, dann ist das, glaube ich, auch ein Satz, der sehr erstrebenswert ist für mich, weil man bemüht sich wirklich für jeden und da sollte einfach das auch rauskommen, dass das schon sichtbar ist und dieser Umgang miteinander, auch die Gesprächskultur in unserem Ort, die sollte so bleiben und sollte natürlich auch ausgebaut und verbessert werden. Ja. Man spricht ja in der Politik gern von Leuchtturmprojekten, also Sachen, die einem besonders wichtig sind. Stütze ich jetzt einmal viel, es ist der erste Tag als Bürgermeister und ich habe jetzt schon ein Projekt, das schon ausfinanziert ist, das der Gemeinderat schon beschlossen hat, das sofort umsetzbar war. Was war das, Walter? Vielleicht fängst du, was war etwas, was sofort umgedacht ist? Was ich sofort umgedacht? Ja, was ich angedacht war so ein Bewegungs-Gesundheits-Sportprojekt für Jung und Alt, weil ich glaube, dass das schon etwas ist, was ein großes Manko vielleicht sein kann und wo man halt schon auch Lösungen finden möchten. Also das Thema Bewegung, Gesundheit war für mich sicher eins, was wichtig ist, auch indem man Schulsport in Verbindung, also das war eins und so die gleich, aber fast gleich wichtig war für mich auch natürlich das Thema Sicherheit und da geht es um das Thema Feuerwehr und Bergrettung, aber Bewegung, Sport, Gesundheit ist für mich, das ist etwas, wo jung und alt, glaube ich, davon profitierst. Ja. Dazu sofort anpacken, Michael. Was ist das bei dir? Erster Tag als Bürgermeister und du darfst ein Projekt deiner Wahl umsetzen. Was war das? Ja, ich bin Verkehrsreferent, das was vom Verkehr. Und das ist das Blaulichtzentrale mit Feuerwehr,
wie der Bruder hast gesagt hat, dass das verwirklicht wärst, dass du in der Glockensturm. Und dass ich mir da erinnern und vom Park herum eine richtige Bewirtschaftung mache und dass wir uns auch herzahlen können. Weißt du, das mit dem Parkplatz, das ist ein bisschen ein komisches Ding, aber ich wusste nicht, weil da. Das war was für den ersten Projekte und das Projekt, was jetzt schon ausfinanziert ist, das ist einfach das betreute Wohnen, das wärst du jetzt dann schon über die Bühne gehen, gell? Und, Das ist schon Realität, das wird schon umgesetzt. Jetzt Thomas, darfst du da auch noch ein Projekt aussuchen, was du auf der Stuhl umsetzen darfst, wenn es keine Grenzen gab. Ich bin jetzt auch schwierig sehen. Na, du darfst natürlich. Ja, natürlich. Also, wenn ich das jetzt so beim Namen nehmen darf, ist natürlich das Aubord, war natürlich schon, wenn ich jetzt die Finanzen hätte und auch wie auch immer, so also einen Wunsch hätte mehr oder weniger, dann war natürlich das Aubord. Was mir auch sehr anliegen war auch natürlich die Belebung der Dorfstraßen. Weil da ist jetzt schon relativ wenig geschehen, sage ich mal, in der letzten Zeit, beziehungsweise auch viel angesiedelt und es ist einfach schwierig in der Dorfstraße drin. Die Dorfplatzgestaltung wusste ich vielleicht neu angehen und ja, mit einfach Belebungsmaßnahmen. Auf jeden Fall interessante Projekte, die du da so im Kopf habst. Bevor wir jetzt zum Schluss kommen, haben wir uns noch was überlegt und zwar, ich weiß nicht, ob ihr schon mal einen von unseren Ratscheichen gecrasht habt, es ist aber so, zum Schluss stellen, oder geben wir unsere Interviewgästen noch die Möglichkeit, dass sie sich jetzt noch wieder ein paar Worte an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer wenden können. Und wir haben uns überlegt, das möchten wir unbedingt genauso machen, weil unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sind ja gleichzeitig auch engere Wählerinnen und Wähler und deswegen möchten wir jetzt jedem von Eng 3 eine Minute lang Zeit geben, wo einfach nochmal mehr oder weniger das Wort an die Wählerinnen und Wähler richten darf. Da darf ich vielleicht mit dir anfangen, Walter. Oder nein, ich hätte es gerne meine Kollegin vorrecht lassen. Du, wir haben uns das so schön aufgeschrieben, wie wir wollen, du lassen, das schmeißen wir jetzt nicht durcheinander. So. Der darfst du anfangen, Walter. Und da, für die Zuhörerinnen und Zuhörer, da stoppen wir jetzt auch mich, dass ich aber einen Timer eingeschaltet habe am Handy, eine Minute Zeit, ab jetzt für die Walter. Ja, also wenn ich mich schon an die Zuhörerinnen und Zuhörer wenden darf, dann da würde ich mich freuen, wenn ihr mit uns gemeinsam diesen guten Weg für Fürbrunn weitergehen wollt. Ich glaube, mit Ideen, die junge Leute einbringen, glaube ich, haben wir in der Vergangenheit auch sehr gut umgekriegt und habe ich auch vor, in den nächsten Jahren einige Ideen einfließen zu lassen. Wir haben da relativ gute Kandidaten an Bord der Liste Fürbrunn, die das auch dementsprechend einbringen werden und auch hartnäckig sein werden. So gut kenne ich es jetzt auch. Und was eben wichtig ist, für Jung und Alt werden wir auch weiterhin ein offenes Ohr haben. Wir freuen uns um eure Unterstützung am Wahltag. Sehr gut, eine Punktlandung. Wahnsinn. Vielleicht machen wir bei dir weiter, Thomas. Was ist deine Botschaft an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer? Zeit läuft. Zeit läuft, okay. Ich darf meine Wähler bitten, eben, die was mitgehen wollen, einen politischen Richtungswechsel, darf ich einen ganz leichten Richtungswechsel anbieten. Zum einen mehr Transparenz nach außen, was mir auch ein Anliegen gewesen ist, das habe ich jetzt noch nicht eingebracht. Das war im einmal im Jahr eine Bürgerversammlung machen, wo man einfach den Leuten berichtet, was ist in der Gemeinde Geschichte und wo sie auch Ideen und Themen bringen dürfen. Ja, ich bin natürlich auch stolz auf unser Team, wo wir natürlich die breite Vielfalt umhaben. Und ja, es darf mich freuen, wenn viele Wähler den Weg mit uns gegangen sind und auch für ein Stimmrecht Gebrauch nehmen und den Weg mit Insem, wir für Fürbrunn, Bürgerliste für alle, geht Abend. Perfekt, vielen, vielen Dank. Und auch zum Schluss kommen wir noch zu dir, Michael, und darf ich dich jetzt bitten um deine Worte an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja, liebe Zuhörer, unsere Listen ist eine Liste, die offen ist für alles. Da sind junge Leute drauf, da sind Arbeiter drauf, da sind Wirtschaft, da ist alles drauf und das ist eine Bewegung. Und die Bewegung, was wir haben, ist einfach Fürbrunn zusammenhelfen, Fürbrunn verändern, ist durch die neue Dorfbelebung, ist, dass der Fremdverkehr ein bisschen zurückgefahren wird, dass nicht die Jausenbachtel umeinander liegen, weil wir so billige Leute haben. Und ganz wichtig ist, gegenüber die zwei bürgerlichen Listen einen
einen Gegenpol zu schaffen. Und das bitte wählt es mir am 27. mit meinen Listen, damit das nicht alles nur Bauern und Wirtschaft ist, dass auch die anderen was zu sagen haben. Auch eine Punktlandung von Michael. Da merkt ihr, die drei haben schon Erfahrung, wir wissen, wie lange man eine Minute lang redet. Das ist Gewerkschaft. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben ja jetzt sind die drei Bürgermeisterkandidaten als Vertreter für eine Liste da, aber es gibt nur eine andere Liste, die auch bei der Gemeinderatswahl auf dem Wahlzettel steht. Das sind die Grünen in Fürberbrunn, das ist an der Stelle einmal, darf an der Stelle einmal erwähnt werden. Ja. Wir bedanken uns jetzt bei Enk fürs Zuhören, bedanken uns aber natürlich am meisten bei Enk 3, Walter, Thomas und Michael, dass ihr Enk Zeit genommen habt und dass wir mit Enk den Ratscher da haben dürfen. Und zu Enk, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, darf man sagen, lasst es gerne auch in die anderen Folgen der anderen vier Bielesetal-Gemeinden euch, wenn es euch interessiert, was sie da so politisch tut. Genau, und am 27. Februar unbedingt der Aufruf von uns, junge Bielesetaler, auch an die Jungen, die was zuhören, aber natürlich an alle geht es zur Wahl, nutzt euch Stimmrecht. Und wenn ihr jetzt schon wisst, knapp eineinhalb Wochen sind es noch hin, dass ihr am 27. Februar nicht da seid und unbedingt eine Wahlkarte beantragen, das geht online oder auch am Gemeindeamt, informiert euch da und wir hoffen, dass viele Bielesetalerinnen und Bielesetaler zur Wahl gehen. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute, wir hören uns dann in 14 Tagen wieder mit einer normalen Folge und sagen bis dahin, Pfiat Enk.